Es sind die ersten Bilder von der Absturzstelle im Himalaya. Die Trümmer der in Nepal vermissten Passagiermaschine sind in über 4000 Metern Höhe gefunden worden. Neben den zahlreichen Wrackteilen das Gepäck und die Leichen der Passagiere und Besatzungsmitglieder. Unter den Opfern zwei Deutsche aus Hessen. Ein Bauer hat die Trümmer des abgestürzten Flugzeugs gefunden und die Behörden alarmiert. Die Chance, Überlebende zu finden, sei sehr klein, sagt ein Sprecher des Bergungsteams vor Ort. Bei dem abgestürzten Flugzeug handelt es sich um eine solche Twin-Otter-Maschine der privaten Fluggesellschaft Tara Air. Die Flugroute Pokhara-Yom Som gilt als eine der unfallträchtigsten Strecken in Nepal. Die Maschine, Baujahr 1979, kracht bei schlechter Sicht gegen einen Berg. Immer wieder kommt es im Himalaya zu Flugzeugabstürzen. Allein in den letzten 25 Jahren verlieren 74 Menschen bei 5 Katastrophen ihr Leben. Jetzt die traurige Gewissheit, dass neben den beiden deutschen Touristen auch zahlreiche weitere Menschen in den Höhen des Himalayas gestorben sind.